Mein Name ist Julia Maybach und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Polis, dem neuen Exzellenzcluster für Batterieforschung zu Post-Lithium Storage. Mein Name ist Alexander Höfling und ich bin ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Polis. Elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen muss zwischengespeichert werden, da diese Quellen nicht gleichmäßig Energie liefern. Gleichzeitig benötigt die wachsende Zahl von Elektroautos Energiespeicher. Die effizientesten Lösungen hierfür bieten Batterien, die Strom mit nur sehr geringen Verlusten zwischenspeichern und bei Bedarf wieder abgeben können. Bei Polis forschen wir daher an nachhaltigen und leistungsfähigen Batterien. Um die Grundlagen für die Batterietechnologie in der Zukunft zu schaffen, arbeiten hier Elektrochemiker, Materialwissenschaftler, Physiker und Ingenieure interdisziplinär zusammen. Die Lithium-Ionen-Batterie ist im Moment der am häufigsten genutzte Batterietyp. Die maximale Speicherkapazität ist bei ihr aber fast erreicht. Außerdem bringt die Gewinnung der Bestandteile wie Kobalt, Graphit und Lithium politische, ökologische und wirtschaftliche Risiken mit sich. Deshalb erforschen wir alternative Batteriekonzepte, die vollkommen ohne Lithium und die weiteren kritischen Elemente auskommen. Solche sogenannten Post-Lithium-Batterien basieren zum Beispiel auf Natrium, Magnesium oder Aluminium-Ionen. Sie verlangen nach neuen Speichermaterialien und Elektrolyten. Das Wissen über die in ihnen ablaufenden Vorgänge und darüber, wie diese Vorgänge gesteuert und optimiert werden können, ist noch lückenhaft. Post-Lithium-Batterien versprechen verbesserte Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit und haben das Potenzial, kostengünstiger und leistungsfähiger zu sein als die zurzeit üblichen Technologien. Um dies Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. So wollen wir bis 2025 in Zusammenarbeit mit Industriepartnern komplette Natrium- und Magnesium-Ionen-Batterien entwickeln. Polis ist der einzige Exzellenzcluster für Batterieforschung, der sich im Wettbewerb der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern durchsetzen konnte. Er wird von der Universität Ulm, dem Karlsruher Institut für Technologie sowie den assoziierten Partnern ZSW Ulm und Universität Gießen getragen und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit jährlich ca. 6,5 Millionen Euro gefördert. Polis ist außerdem in Celeste eingebettet, eine der größten Batterieforschungsplattformen der Welt. Polis bietet interessierten Studierenden in einer Graduiertenschule hervorragende Bedingungen für eine Promotion. Das dreijährige Promotionsprogramm umfasst neben der Möglichkeit einer Fast-Track-Promotion ein umfangreiches Mentorenprogramm. Die Studierenden werden bei internationalen Forschungsaufenthalten unterstützt und erhalten Zugang zu einem breiten Industrienetzwerk. Hier haben junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle Möglichkeiten, ihre Karriere in einem exzellenten, internationalen und innovativen Umfeld zu starten.